Ich wünschte mir, ich hätte mehr Zeit zum Lesen. Und ich könnte immer lesen, wann und wie lange ich möchte. Leider sieht meine Realität etwas anders aus. Mama, Mama. Mama, Mama. Mit Blinkist habe ich eine Lösung gefunden. So kann ich sogar täglich ein neues Buch in nur 15 Minuten lesen. Ich bedanke mich bei Blinkist für die Unterstützung dieses Videos. Später dazu mehr. Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute möchte ich euch meine Lieblingsbücher zum Thema Kindererziehung vorstellen. Diese sind sowohl für die werdenden Eltern als auch für die Eltern sehr wertvoll und unterstützen auf dem Weg der bedürfnisorientierten Kindererziehung. Das erste Buch, was ich euch vorstellen möchte, ist, ich würde sagen, ein Grundlagenbuch. Ich würde das tatsächlich als erstes Buch lesen, vor allem für die werdenden Eltern. Und das ist das Buch von einem Neuropsychologen, Daniel Siegel, No Drama Discipline. Die haben bereits ein anderes Buch, The Whole Brain Child, ist es auch sehr, sehr wertvoll, aber ich habe dieses Buch ausgesucht, weil das hat auch sehr viele Tipps für die Eltern und Strategien, die man anwenden kann. Das Buch basiert auf neurowissenschaftlichen Studien und da werden die Grundlagen vermittelt, wie die Gehirnentwicklung des Kindes erfolgt. Ich finde, das ist wertvoll, einfach zu wissen, was passiert im Gehirn des Kindes, dass die Gehirnentwicklung bis zum 24. Lebensjahr noch in Entwicklungsstadien sich befindet. Und die Informationen werden später sehr wertvoll sein, vor allem, wenn dein Kind vielleicht einen Wutanfall im Supermarkt hat oder sich gar nicht anziehen möchten oder verweigert, sich die Zähne zu putzen. Nachdem du dieses Buch gelesen hast, verstehst du mehr über das kindliche Verhalten und verstehst du, dass das Kinder uns das Leben nicht schwerer machen wollen. Neben den Fakten zur Gehirnentwicklung wird in diesem Buch auch den Eltern verschiedene Methoden und Vorgehensweise gezeigt, wie die Eltern mit Kindern umgehen sollen, abhängig von dem Alter und dem bestimmten Stadium des Gehirnentwicklungs des Kindes. Ich finde diese Tipps sehr, sehr wertvoll und zeigen uns nochmal und erinnern uns nochmal daran, dass es einfach noch Kinder sind, deren Gehirn noch nicht entwickelt ist und dass wir mehr Empathie zeigen, wenn die Kinder mit ihren Emotionen nicht umgehen können. Also du findest in diesem Buch viele wertvolle Tipps und Tricks, wie man mit den wutanfällenden Kindern liebevoll umgehen kann, wie man sich mit den Kindern verbindet und dennoch klare und konsequente Grenzen setzen kann. Das Buch Disziplin oder Drama zeigt dir, wie du friedvoll Konflikte mit deinem Kind lösen kannst, vor dem Hintergrund des Verständnisses der Gehirnentwicklung deines Kindes. Ich finde das sehr, sehr wertvoll. Auch das Buch The Whole Brain Child, das ist das erste Buch von diesen Autoren. Aber da wird es ein bisschen in der Tiefe gegangen über all diese neurologischen Strukturen, die im Gehirn des Kindes entstehen. Du möchtest gerne dieses Buch lesen oder dich zu einem anderen Thema belesen und hast einfach nach dem langen, anstrengenden Familienalltag keine Zeit mehr. Dann möchte ich dir heute Blinkist vorstellen. Blinkist ist nämlich eine App, mit der du mehr als 5000 Sachbücher auf Deutsch und Englisch in je nur 15 Minuten lesen und anhören kannst. Die fassen einfach die Bücher aufs Wesentliche zusammen. Du liest nur die Quintessenz der Bücher und sparst enorm viel Zeit dabei. Wie zum Beispiel in diesem Buch, was ich gerne allen Eltern weiterempfehlen würde. Das Buch, von dem du dir wünschst, deine Eltern hätten es gelesen. Geschrieben von der Psychotherapeutin Philippa Perry. Die Kernaussagen des Buches kannst du in nur 12 Minuten lesen. Es sind 6 Blinks, die wie Kapitel des Buches aufgebaut sind. Und wenn man keine Zeit zum Lesen hat, kann man die Blinks auch anhören. Du kannst dich einfach auf dem Weg zur Arbeit im Auto, bei der Hausarbeit, beim Spazierengehen mit Kindern, beim Stillen vielleicht, weiterbilden und dabei enorm viel Zeit sparen. Für die kindliche Entwicklung ist das Umfeld entscheidend. Stell dir vor, du pflanzt einen Baum. Und als zweifache Mama weiß ich ganz genau, wie wichtig die Zeit im Familienalltag ist. In der App findest du die neuesten Ratgeber, zeitlose Klassiker und aktuelle Bestseller aus 27 Kategorien, wie zum Beispiel persönliche Entwicklung, Finanzen, Produktivität, Psychologie,
Kindererziehung. Und seit kurzem, zusätzlich zu den Blinks, gibt es auch Podcasts in Kurzform zusammengefasst. Exklusiv für dich gibt es 25% auf ein Premium-Jahresabo bei Blinkist und vorher kannst du die App 7 Tage lang kostenlos testen. Geh einfach auf www.blinkist.com/mamanadja und los geht's. Link findest du in der Videobeschreibung. Alte Bücher, die ich in diesem Video erwähne, findest du auch auf Blinkist, entweder als Blinks oder als Hörversion und du kannst gleich tiefer in die bedürfnisorientierte Kindererziehung einsteigen. Also zurück zu dem Buch von Philippa Perry, was ihr auch bei Blinkist findet. Und das Buch ist von einer Psychotherapeutin geschrieben und ich finde, man empfindet es wirklich, als ob man bei einer Psychotherapiestunde bei Philippa Perry wäre. Denn sie geht in die Tiefe darauf ein, wie unsere Kindheit und unsere Erziehung uns als Eltern beeinflusst. Und da kann man sehr viel reflektieren und zurück an eigene Kindheit denken, an eigene Erziehung. Was haben unsere Eltern gemacht, was wir vielleicht als Fehler empfinden und wie wir eigentlich schockierenderweise diese Fehler wiederholen in unserem Verhalten mit unseren Kindern, weil wir in diesem Muster sind. Und in dem Buch wird gezeigt, wie man diesen Muster durchbricht, wie man mehr Empathie und mehr Liebe dem Kind gegenüber zeigt und einfach empathisch auf die Gefühle und Emotionen des Kindes eingeht. Der Fokus des Buches liegt vorrangig auf Gefühle. Es wird gezeigt, wie man diese wahrnimmt, wie man die annimmt, ja, und für das Kind sehr wichtig beschreibt. Und das wiederholt man immer wieder, jahrelang, ja, bis die Kinder wirklich so groß genug sind und reif sind im Gehirn, dass sie sich selbst regulieren können. Und da ist auch eine kleine Verbindung zu dem ersten Buch. Wenn du das erste Buch gelesen hast, verstehst du, was gemeint wird, dass die noch nicht reif sind, ihre eigenen Gefühle zu regulieren. Das nächste Buch ist ein meiner Lieblingsbücher. Ich meine, das sind alle meine Lieblingsbücher, aber das mag ich auch sehr besonders. Und ich kehre immer wieder zurück zu diesem Buch. Englischer Titel, How to Talk So Kids Will Listen. Es gibt auch eine Übersetzung. Und dieses Buch ist einfach voll mit Beispielen und praxisorientierten Anweisungen, wie man mit den Kindern umgeht, wie man mit den Kindern spricht. Eigentlich ist es geeignet für Eltern von Kindern im Alter zwischen dem 2. und 7. Lebensjahr, also überwiegend Kleinkinder und Vorschulkinder. Ich liebe dieses Buch, denn es ist ein sehr praktischer Ratgeber und da werden wirklich viele Beispiele geliefert und bestimmte Situationen beschrieben und wie man darauf reagieren könnte und die Konflikte respektvoll gelöst werden können. All die Situationen, die du mit einem kleinen Kind sich vorstellen kannst, im Supermarkt, Wutanfälle und so weiter, all das wird in verschiedenen Kapiteln verpackt und den Eltern werden diese Parenting-Tools gegeben, ja, Werkzeuge, wie du darauf reagierst, wie du damit umgehst. Und ich finde das super praktisch und ich kehre immer wieder zurück zu diesem Buch, wenn ich bestimmte Situationen selber habe. Natürlich ist es nur Guidance, es ist Empfehlung, aber trotzdem ist es schön, nochmal zu so einem Ratgeber zurückzukommen und nachzulesen, insbesondere wenn du gerade in bestimmte Situationen drin steckst. Ich habe das Buch im Original gelesen, auf Englisch, aber es gibt auch eine deutsche Übersetzung. Ich weiß nicht, wie gut die ist, aber ja, es ist auch sehr einfacher Text, kleines Buch, auch auf Englisch ist super einfach und verständlich geschrieben. Nächstes Buch ist ziemlich bekannt, auch ein Bestseller, Peaceful Parent, Happy Kids, auf Deutsch gelassene Eltern, zufriedene Kinder. Dieses Buch, es gibt auch zwei Bücher, das zweite kann ich auch nur wärmstens empfehlen für die Geschwister, also wenn man Geschwisterkinder hat und Konflikte hat, wie man damit umgeht. Aber wir reden jetzt von dem ersten Buch, Peaceful Parent, Happy Child. Im Prinzip wird in diesem Buch auch auf eine bedürfnisorientierte Erziehung eingegangen, wie man die Emotionen, die die Kinder haben, liebevoll, friedvoll, mit Respekt begleitet. Gleichzeitig, wie man eigene Emotionen und Gefühle respektiert und Bedürfnisse vor allem respektiert und Grenzen setzt. Die Quintessenz des Buches ist, dass man eine emotionale Verbindung zwischen dem Eltern und Kind schafft. Und das ist sehr wichtig, diese Connection zu haben, damit die Kinder
sich besser verhalten, ja, die fühlen sich sicherer, die haben eine emotionale Bindung zu den Eltern und so kann man besser die Emotionen und Gefühle des Kindes verstehen, man kann in die Kinder versetzen und wiederum mit Empathie auf alles reagieren. Also was ich auch sehr gut finde in diesem Buch, es hilft auch, dir eigene Emotionen zu verstehen, zu lernen, wie du eigene Emotionen im Schach hältst, wie du dich beherrschst in bestimmten Situationen, wie du mit deinen eigenen Emotionen umgehst, damit du diese harmonische Beziehung zwischen dir und deinem Kind herstellen kannst. Und das ist wiederum ein Buch, wo man auch ein bisschen über sich reflektieren kann, wieso ich auf bestimmte Situationen so oder so reagiere und wie ich mit meinen Emotionen umgehen soll. Dieses Buch ist für meine liebe Montessori-Community. Das kann ich nur wärmstens empfehlen für all diejenigen, die Montessori besser kennenlernen wollen und oder überhaupt in Montessori-Pädagogik einsteigen wollen. Das Buch geschrieben von Simone Davis, The Montessori Toddler oder Montessori für Eltern, gibt es auch in Übersetzung. Und dieses Buch ist eine tolle Einführung in die Montessori-Pädagogik für Kleinkinder, vor allem angepasst auf die Kleinkinder. Im Buch sind sehr, sehr viele Beispiele für Kinder zwischen dem ersten und dritten Lebensjahr, aber du kannst es auch für die Vorschulkinder anwenden. Da würde ich auch sagen, es ist auch generell ein tolles Buch, wenn du mehr von Montessori erfahren möchtest, wie man auch Montessori zu Hause umsetzen kann. Im Buch werden auch die Wege gezeigt, wie man die Kinder spielerisch im Alltag integrieren kann, wie man die Umgebung für die Kinder entsprechend vorbereitet, so dass die Kinder selbstständig und unabhängig aufwachsen können. Denn Selbstständigkeit entwickelt sich aus der intrinsischen, also inneren Motivation des Kindes, wenn man entsprechende Umgebung dem Kind anbieten kann und das Kind entsprechend aufwachsen kann. Es werden im Buch auch sehr viele Anregungen und Montessori-Beschäftigungsideen für Kinder in verschiedenen Altersgruppen und in verschiedenen Bereichen gegeben. Und ich finde das toll, als Inspiration zu sehen, was man so alles mit dem Kleinkind im Alltag machen könnte. Aber auch nicht nur im Alltag, es werden auch bestimmte Beschäftigungsideen, die Montessori-Regale betreffen, gegeben und wie man den Alltag so mit dem Kleinkind gestalten kann. Es wird auch gezeigt, wie man das Kind liebevoll im Alltag unterstützen kann und wie man die emotionale und geistige Entwicklung der Kleinkinder fördern kann. Es werden wiederum im Buch verschiedene Situationen beschrieben, wie Proteste beim Zähneputzen, Anziehen, Essen, Töpfchen, ja, und alles, was du dir so denken kannst beim Kleinkind und wie man diese Situationen aus Montessori-Sicht angehen und lösen kann. Und für diejenigen, die noch in freudiger Erwartung sind und noch keine Eltern sind, aber Montessori zu Hause umsetzen möchten, ist ein neues Buch erschienen von Simone Davis, The Montessori Baby. Dort wird Montessori-Philosophie auf Babys zugeschnitten, wie man alles auch entsprechend gestaltet und zu Hause umsetzt, so dass man ein Montessori-Baby, ein Montessori-Kind erzieht. Ich möchte hier mit meinem Lieblingszitat aus diesem Buch abschließen, an die ich in Alltagssituationen immer wieder denke und manchmal muss ich mich daran erinnern. Übrigens, dieses Buch von Simone Davis, Montessori für Eltern, findest du auch auf Blinkist in Hörbuchversion, was du bequem unterwegs anhören kannst. Ich freue mich sehr auf deinen exklusiven Rabattcode bei Blinkist. Für dich gibt es nämlich 25% auf Premium-Abo und du kannst 7 Tage kostenlos testen. Geh einfach auf www.blinkist.com/Mama Nadja und los geht's! Schreib mir gerne in den Kommentaren, welche bedürfnisorientierte Bücher du gerne gelesen hast und welche kannst du weiterempfehlen. Ich freue mich immer über eure Tipps. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute und wir sehen uns in dem nächsten Video. Tschüss!